Ja, also erstmal Entschuldigung, dass wir jetzt natürlich kein Licht haben. Da kümmert sich bestimmt schon irgendwer drum. Also hoffen wir mal. Aber was heißt das für uns eigentlich, wenn wir kein Licht haben, beziehungsweise wir haben keinen Strom? Erstmal sehen wir nichts und im zweiten Moment merken wir vielleicht, aus dem Wasserhahn kommt auch nichts mehr raus. Unsere Freundin sitzt auch schon wieder zitternderweise hinten in der Ecke, weil die Heizung natürlich ohne Strom auch nicht geht. Ja, bei so einem Blackout, wie man dieses Szenario nennt, fallen jegliche Kommunikationsmöglichkeiten, Strom, Gas, Wasser, Abwasserversorgung, fällt alles aus. Dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt und fragt sich, was geht heutzutage eigentlich noch ohne Strom? Ziemlich wenig. Also, was machen wir? Nehmen wir uns, wie ich beispielsweise, eine Kerze. Doch wir finden gerade keine Streichhölzer, ich bin auch noch Nichtraucher. Ja, da bleibt uns ja nur noch das Warten, bis die Sonne aufgeht. So, Meister, Licht geht wieder. Ey, ich halte hier gerade einen Vortrag, ja? Kannst du mal bitte ruhig sein? Also, wo war ich? Da müssten wir warten, bis die Sonne aufgeht. Oder eben wieder das Licht an. Das wäre ja wie in der Steinzeit. Also, die Älteren unter uns wüssten vielleicht noch, ohne irgendwem zu nahe zu treten zu wollen, was sie mit ihrer Zeit anfangen wollen. Aber seien wir mal ehrlich, kaum einer würde heutzutage ohne Strom auskommen, beziehungsweise ohne sein Handy. Du kannst doch jetzt nicht einfach ein Bier antrinken. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Weißt du, wie spät es ist? Ich muss hierher kommen und dafür sorgen, dass der Strom wieder geht. Da kann ich mir wohl mal ein kleines Feierabendbierchen genehmigen oder nicht. Wenn du wüsstest, wie früher noch gesoffen wurde auf der Arbeit, das kennst du ja gar nicht mehr. Anstatt nur dein Bierchen zu trinken, könntest du wenigstens auch mal was erklären. Ja, ich habe euch da mal eine Grafik mitgebracht. Ich erkläre euch jetzt anhand von einem Bier etwas zur Wirk-, Blind- und Scheinleistung. Also wie ihr seht, haben wir ein Bier. Das ist die sogenannte Scheinleistung, weil es scheint so, als würde das ganze Bier wirken. Aber was etwas bringt, ist der goldene Gerstensaft. Das ist die sogenannte Wirkleistung. Die bringt auch etwas. Und der Schaum, das ist nur die Blindleistung. Der ist zwar da, bringt aber nicht viel. Danke. Aber ihr fragt euch jetzt, was habe ich mit diesem Bier zu tun? Warum erzähle ich euch das? Dieses Prinzip lässt sich auf den Strom übertragen. Jeder von euch hat wahrscheinlich ein Herd zu Hause, womit er kochen kann. Der läuft mit Strom. Der Herd nimmt die Scheinleistung auf, kann aber nur die Wirkleistung in Wärme umsetzen. Die Blindleistung fällt zwar ab, bringt aber nichts. Aber das lässt sich leider auch nicht verhindern. Ja, aber wir wollen euch ja nicht nur was über Bier erzählen. Dafür habe ich euch mal eine Wasserbedarfskurve mitgebracht. Die läuft über den ganzen Tag, fängt hier um 0 Uhr an und hört um 0 Uhr natürlich auch wieder auf. Ist relativ einfach, fängt hier so 6 Uhr morgens an, alle Leute gehen duschen, waschen sich aus dem Haus, es geht wieder leicht zurück, der Wasserspiegel. Und mittags wird sich wieder geduscht oder es wird gekocht oder abgewaschen. Und einige von euch fragen sich jetzt, was macht denn diese komische Spitze da hinten? Und jeder, der schon mal Fußball geguckt hat, weiß genau, wovon ich spreche. 45 Minuten Fußball gucken und in der Halbzeit geht der erstmal um die Ecke. Jetzt fragen die ganz Klugen unter euch, warum ist denn der Hügel da hinten so klein? Jeder weiß es von euch, es ist nur jeder zweite. Euer blöder Freund, der geht in der zweiten Halbzeit immer schon schlafen. Dementsprechend versuchen nur noch wir die kleine Spitze da hinten. Aber wir überprüfen das, den Wasserverbrauch ja nicht nur, um Fußballspiele zu analysieren. Nein, auch um so welche Szenarien frühzeitig zu erkennen und den Wasserrohrbruch, wie hier beispielsweise, natürlich zu beheben. Aber stellen wir uns erstmal vor. Ich bin Nils, ich bin 18 Jahre alt. Und bin im zweiten Ausbildungsjahr bei BS Energy und erlerne dort den Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik. Ich bin Mathis, bin 19 Jahre alt und zusammen mit Nils im zweiten Ausbildungsjahr bei BS Energy. So, und wir haben euch jetzt mal eine Kleinigkeit für euch überlegt. Wir haben euch hier so ein paar schicke BS Energy Bälle mitgebracht. Und was ihr dafür tun müsst, um so einen zu bekommen, ist eine Antwort auf meine Frage geben. Mathis verteilt die dann gleich an euch. Wir machen das so, ihr meldet euch. Und ich nehme euch dran und dann könnt ihr die Frage beantworten. Die Frage ist, was fällt euch ein, an was denkt ihr, wenn ihr den Begriff BS Energy hört? Also wer so einen Ball haben möchte, darf sich jetzt melden und die Frage beantworten. Du da hinten? Strom, richtig. Wer noch? Möchte noch jemand was sagen? Du? Oh, super. Ja, gut. Okay, kriegst du aber trotzdem. Du? Richtig? Auch. Auch, ja. Wer noch? Möchte noch jemand was sagen? Was? Ja, auf dem Bullweg, richtig?
Wisst ihr, was wir für Leistungen beispielsweise anbieten? Keine. Wasserrohrbruch? So. Nicht ganz. Fernwärme ist richtig, genau. Wo kommt der her? Du? Wasserversorgung ist auch richtig. Da hinten? Da? Gas ist auch richtig. Stadt Braunschweig war jetzt nicht so. So, da haben wir jetzt das meiste schon gesagt. Wir haben jetzt auch keine Bälle mehr, nur noch den einen hier. Aber kommen wir erstmal zum Bier zurück. Was hat BS Energy mit dem Bier zu tun? All diese Sachen, also die meisten Sachen, die gerade genannt wurden, also Strom, Gas, Wasser, liefern wir an die Brauerei Wolters. Wir haben sogar ein Heizwerk auf dem Gelände der Brauerei, weil Bierbrauen eine Menge Wärme verbraucht. Und auch das Abwasser wird von unserer Tochterfirma, der Stadtentwässerung Braunschweig oder auch kurz SEBS, entsorgt. Aber das ist nicht die einzige Tochterfirma, die wir haben. Dann gibt es noch die BS Netz, die kümmern sich um das Gas-, Rohr- und Kabelnetz in Braunschweig. Ja, und da fällt mir eine kleine Geschichte zu ein. Ich habe mir früher als kleiner Junge, wirklich noch ganz klein, immer gefragt, das kommt ja gar nicht. Okay, Entschuldigung. Warum stehe ich eigentlich hier und nicht beispielsweise unser Personalchef, der heute anwesend ist, hallo, sondern ich und Nils. Wir wollen euch heute mal sagen, wie es bei BS Energy aus Azubi-Sicht ist. Und wer ist bei uns Azubi? Da haben wir beispielsweise Industriekaufleute, die sind bei uns für Rechnungen, Bestellungen und so zuständig. Und Fachkräfte für Abwassertechnik. Das denke ich selbst erklärt. Ja, dann gibt es noch die Fachinformatiker. Die sorgen für die Systemkommunikation und für das ganze IT-Wesen auf unserem Gelände. Dann gibt es noch die Industriemechaniker. Die kümmern sich um alles, was mit Metall zu tun hat. Rohre, Pumpen unter anderem auch. Und uns, die Elektroniker. Wir sind draußen im Kabelnetz und sorgen dafür, dass ihr Strom zu Hause habt oder dass auf unserem Gelände alles sauber läuft, dass die Pumpen laufen, damit das Wasser wegkommt. Ja, kommen wir jetzt zu meiner Geschichte, weil ich mich früher mal gefragt habe. Wozu braucht BS Energy so viele silberne Autos? Und hier seht ihr ja nur unsere Ökoflotte, wo wir beispielsweise unseren coolen E-Smarts haben, die übrigens super geil Spaß machen. Ganz einfach, gerade um so welche Situationen wie vorhin mit dem Wasserrohrbruch zu beheben, aber auch um Wartungen durchzuführen oder Modernisierung, damit so selten wie möglich bei euch Strom, Gas, Wasser oder Ähnliches wegbleibt. Ah, jetzt, wo du es gerade mit den ganzen silbernen Autos sagst, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Da waren der Geselle und ich, war ich im Kabelnetz draußen, haben wir unser Auto auf unsere eigene Waschanlage, haben es gewaschen schön, haben wir noch im Auto einer geraucht, weil wir noch ein bisschen Pause hatten. Fährt da so ein Depp mit seinem Bagger lang, transportiert irgendeine so schwere Steinplatte und lässt die vor uns in die Schlammpfütze fallen. Die ganze Karre von innen und draußen dreckig und die kippen mal natürlich aus. Der Tag war erstmal komplett versaut, weil wir danach 5 Stunden die Karre putzen durften. Das war ein Scheißtag, das sage ich euch. Aber wir wollen mal aufhören mit den Geschichten hier, wir wollen euch was zu unserer Ausbildung sagen. Ja, wir fangen an, beispielsweise wir als Elektroniker, erstmal in unserer Ausbildungswerkstatt, fangen wir an mit einem Metalllehrgang oder bauen die verschiedensten elektronischen Schaltungen auf und durchlaufen dann die zigtausend Abteilungen bei uns. Das heißt, wir gehen ins Kabelnetz, Rohrnetz und das Ganze. Und das ist echt cool, weil für uns muss keine Produktion stillgelegt werden, sondern wir können direkt mit unseren Gesellen da arbeiten, wo wir später auch eingesetzt werden. Und das macht natürlich Spaß, wenn man weiß, dass man genau da arbeiten kann, wo man später auch eingesetzt wird. Manche von euch fragen sich jetzt, warum braucht man dafür 3,5 Jahre Ausbildung? Damit es nicht so aussieht. Ja? Jeder, der schon mal in Indien oder in ähnlichen Ländern war, der weiß, da fällt alle 2-3 Stunden der Strom aus. Und das ist bei dem Kabelgewirr hier natürlich auch kein Wunder. Und das ist das, was ich schön finde und was mich stolz macht. Ich kann nach der Arbeit durch Braunschweig gehen oder durch Braunschweig fahren und sagen, da habe ich eine neue Laterne aufgestellt. Da ist jeden Abend dank uns Licht. Da habe ich mal ein Kabel gezogen, da haben die Leute Strom zu Hause. Und bei Wolters kann jeden Tag dank uns für euch frisches Bier gebraut werden. Und falls ihr euch jetzt denkt, ihr wollt auch Teil von diesem Team werden und dafür sorgen, dass Braunschweig jeden Tag zum Leben erwacht und alle frisches Bier haben, dann schaut doch einfach mal auf unsere Website oder auf unsere Facebook-Seite und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr schon bei uns in der Ausbildungswerkstatt. Und wer jetzt keinen so einen coolen Ball bekommen hat, der kann nachher nochmal in unseren Stand kommen, wir haben noch ein paar von den Bällen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Das waren für euch in knapp unter 10 Minuten die beiden Männer der BS Energy, die euch die Kurvenspitzen in der ersten Halbzeit nahegebracht haben. Mathis und Nils.